Hallöchen, meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute soll es das Currently Reading für den März 2018 geben. Ja, tatsächlich sind wir schon wieder in der Mitte des Monats angelangt und ich zeige euch, welche Bücher ich aktuell lese und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Tatsächlich hält es sich gerade in Grenzen. Es sind nämlich 4 Bücher, davon lese ich ja 2 etwas so sporadisch. Eins habe ich noch gar nicht angefangen, aber wenn ihr das Video seht, werde ich es angefangen haben und eventuell hoffentlich schon beendet haben. Und des Weiteren höre ich noch ein Hörbuch. Das zweite Hörbuch habe ich jetzt nur so die ersten 2 Minuten angehört. Deswegen habe ich gedacht, ach Jessie, das sparst du heute mal aus, sondern das zeige ich euch dann vielleicht irgendwann anders mal. Im Lesemonat zum Beispiel. Und ja, jetzt habe ich lang genug herumgequatscht. Wenn ihr immer up-to-date sein wollt, was so bei mir beim Lesen abgeht, dann schaut doch gerne mal bei Goodreads vorbei oder bei Instagram oder bei Vero oder bei Ask.fm. Ja, das habe ich mittlerweile tatsächlich auch. Da könnt ihr mir Fragen stellen, wenn ihr zum Beispiel neugierig seid, wie mein Buch gefällt und so weiter und so fort. Habt ihr auf diesen 4 Plattformen immer die Möglichkeit, mit mir in den Kontakt zu treten. Die seht ihr hier immer so eingeblendet. Falls ihr jetzt das Video also nur nebenbei habt laufen lassen, müsst ihr nochmal kurz zurückspulen. Oder ihr guckt in der Infobox vorbei, da findet ihr auch alle genannten Bücher. Und jetzt würde ich sagen, starte ich durch. Das erste Buch, was ich in einer Leserunde lese und was ich gefühlt jetzt tatsächlich schon das dritte Mal, glaube ich, beim Currently Reading hochhalte, weil wir einfach ja, uns wahnsinnig viel Zeit lassen und sehr gemütlich beim Lesen sind, was gar nicht schlimm ist, aber wir haben, glaube ich, jetzt 2 Wochen pausiert, einfach weil es sehr hektisch bei uns in den Leben war und ja, deshalb zeige ich es euch heute einfach nochmal. Ihr dürft es nochmal kurz sehen. Ich erzähle aber gar nicht so lange und so viel dazu. Und zwar lese ich Und zwar lese ich Clockwork Angel von Cassandra Clare zusammen mit der lieben Lucia von Wonderbooks09. Sie hat einen Instagram-Account und da könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Lohnt sich auf alle Fälle. Ich liebe Lucias Fotos, ich liebe Lucias Art und ich mag sie einfach wahnsinnig gerne. Das habe ich jetzt 2-mal gesagt, aber egal. Und ja, wir lesen das Buch immer noch und werden diese Woche auch weitergelesen haben. Ich drehe das Video hier montags. Ihr seht es, glaube ich, erst freitags. Von daher rede ich auch in der Zukunft, also wundert euch nicht darüber. Das Buch gefällt uns übrigens bislang sehr gut, aber das habe ich in den letzten 2 Currently Readings schon gesagt, deswegen habe ich das jetzt hier gerade nicht nochmal erwähnt. Zusammen mit der lieben Franzi von Die Bücherseelen lese ich dann auch noch ein Buch, nämlich The Promise. Oh, das seht ihr gar nicht. Wartet, so. Seht ihr es jetzt? Oh Gott, ich weiß es nicht so. Ich glaube, so seht ihr es. Von Richelle Mead, das ist die Autorin von Vampire Academy. Und ich war sehr gespannt darauf, dieses Buch anzulesen. Viele haben ja gesagt, dass sie es überhaupt nicht gut fanden, dass sie es langweilig fanden. Ich bin tatsächlich gerade so weit. Seht ihr das Lesebändchen da? Ich muss mal gucken, auf welcher Seite. Ich glaube, 100 irgendwas. Das Buch hat so dünne Seiten, das ist unglaublich. 150, also die ersten 150 Seiten habe ich geschafft. Bis hierhin gefällt es mir echt gut. Ich mag dieses Historische daran. Eigentlich würde man jetzt glauben, Jessie und historisch, aber doch, das passt sehr gut. Sarah schrieb mir nämlich auch, oh Gott, du und historisch. Ich mag das eigentlich total gerne. Ich mag auch Geschichte wahnsinnig gerne. Ich gucke mir auch gerne so Dokumentationen über irgendwelche historischen Sachen an und so. Von daher bin ich hier eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich weiß nicht, was Sarah meinte. Irgendwie sagte sie, ab so einem gewissen Punkt kann sie sich vorstellen, dass es mir dann nicht mehr gefällt. Bislang bin ich noch nicht an diesem Punkt. Bislang gefällt es mir echt gut. Hier geht es um unsere Protagonistin, wie hieß sie denn? Elizabeth, genau. Warum ich das frage, das müsst ihr selbst herausfinden, weil, naja, irgendwas hat das mit dem Namen auf sich. Und Elizabeth lebt als Adlige und soll dann verheiratet werden. Das missfällt ihr aber unsagbar, wenn sie hat eigentlich diesen Wunsch, einfach frei zu sein und ihr Ding so durchzuziehen und ihr Leben selber gestalten zu können. Und eines Tages eröffnet sich ihr die Chance, an den Goldenen Hof zu gehen. Und diese greift sie beim Schopfe und nimmt sie tatsächlich in Angriff. Sie ja, flieht dann sozusagen an den Goldenen Hof. Dort soll sie zu einer Adligen ausgebildet werden. Ihr könnt euch vorstellen, ein Mädchen, was ja eigentlich schon adlig ist und die Etikette eigentlich komplett gelernt hat von klein auf, tut sich da wahrscheinlich nicht ganz so schwer, aber es stellen sich andere Hürden und was das für Hürden sind, müsst ihr selbst lesen und was dann mit diesen adligen oder ausgebildeten adligen Mädchen passiert, das werden wir auch herausfinden, wenn wir das Ganze lesen. Ich weiß es nämlich auch noch nicht, also ich weiß zwar, was mit denen passieren soll, aber was dann tatsächlich mit denen passiert, wird man wahrscheinlich erst lesen, weil das Buch noch über 500 Seiten, also das hat über 500 Seiten, ich
ich bin auf Seite 150 und theoretisch gesehen ist sie jetzt schon fast nicht mehr an diesem goldenen Hof. Das ist jetzt kein Spoiler, aber das ist einfach Fakt. Und dann denke ich mir so, was passiert auf den anderen fast 450 Seiten? Mal gucken. Ihr könnt mir natürlich zu allen gezeigten Büchern mal eure Meinung schreiben, wie es euch gefallen hat, wenn ihr es schon gelesen habt, natürlich ohne zu spoilern. Und ja, weiter geht's mit dem nächsten Buch und das ist So schwarz wie Ebenholz von Salasi Muka. Das ist der finale Band der Lumiki-Trilogie. Ich weiß, dass das hier ein ganz dünnes Büchlein ist, nicht mal 200 Seiten hat das Schätzchen und deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich das heute anfange, nachdem ich Videos gedreht und hochgeladen habe und dann heute auch noch beenden werde. Das ist auf jeden Fall mein Tagesziel, mal gucken, wie realistisch das ist. Weil ich auch noch Instagram-Fotos machen will. Ich hatte euch ja gefragt, ob ihr mal wieder ein paar mehr Bücherfotos sehen wollt und einige haben gesagt, ach ja, ganz gerne oder auch mal von den Katzen. Gestern habe ich was von den Katzen gepostet. Heute will ich ein Fotoshooting mit meinen Büchern machen. Vielleicht könnte ich das da auch zunehmen, mal schauen. Und ja, das ist halt ein Buch, was ich hoffentlich schnell verschlingen werde. Die Hörbücher habe ich auch sehr, sehr schnell weggesuchtet. Die waren ungekürzt und trotzdem ging mir das so ganz leicht von der Hand. Und ja, deswegen habe ich die Hoffnung, dass auch dieser dritte Band genauso sein wird wie seine Vorgänger. Und ich lasse mich einfach mal überraschen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ich habe halt noch nicht angefangen, aber wenn ihr das Video seht, werde ich angefangen haben. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auf Goodreads zu gucken, ob ich damit denn auch tatsächlich fertig geworden bin. Und dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr für oder gegen mich gewettet hättet. Ja, sehr interessant. Last but not least, was ich gerade lese, ist dieses Schätzchen hier, nämlich die vier Farben der Magie. Das Ganze höre ich als Hörbuch, weil ich mir so gedacht habe, eigentlich nur ein viertes Buch anfangen wird immer dann kritisch. Aber ich hatte einfach Lust, es zu hören, und also beziehungsweise Lust, es zu lesen. Und dann habe ich mir gedacht, höre ich es einfach. Und tatsächlich, das Hörbuch ist richtig toll. Da wurde ich auch darauf aufmerksam, weil Jenny von Regenbogengarten da so krass von geschwärmt hat und gesagt hat, doch, es ist so gut und ich habe so schnell durchgesuchtet innerhalb von einem Tag. Und deswegen dachte ich, boah, wenn das so gut ist, dann hörst du das doch jetzt auch einfach als Hörbuch. Es ist auch ungekürzt und von daher passt das sehr, sehr gut. Ich finde die Welt bislang sehr schön. Ich bin tatsächlich, ich habe gestern Abend angefangen, wow, und heute auch weitergehört und bin jetzt schon auf Seite 68. Also das geht recht fix. Die ersten anderthalb Stunden habe ich durch. Und ja, es gefällt mir so, so, so gut bislang. Ich mag es echt gerne. Hierbei geht es um Cal. Und Cal, wie steht es hier, ist einer der letzten Antari. Antari sind Menschen, die zwischen den Welten wandern können. Denn hier gibt es vier verschiedene Arten von London. Nämlich das rote, das weiße, das graue und das schwarze London. Und er lebt, glaube ich, eigentlich im roten. Bewegt sich aber zwischen den anderen hin und her. Und eines Tages schmuggelt er etwas und dabei, nee, er schmuggelt regelmäßig und eines Tages schmuggelt er unwissend ein mächtiges Artefakt in seine Heimat und das bricht alle Gesetze und gefährdet auch das Gleichgewicht der Welten. So steht es hier hinten drauf. Der zweite ist ja bislang auch erschienen und der dritte erscheint jetzt bald. Und somit freue ich mich darauf, das dann auch zeitnah weiterzulesen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Als nächstes tatsächlich habe ich mir vorgenommen, als Hörbuch Lied der Krähen zu hören. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen ähnlich. Da geht es ja auch um so einen Stein oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube schon. Und ja, das ist mein letztes Buch, was ich gerade aktuell lese bzw. höre. Ich freue mich schon darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Das werde ich hoffentlich gleich beim Videos schneiden. Und ja, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerade aktuell so lest. Da freue ich mich immer sehr drüber, von euch zu hören. Und manchmal kriege ich darüber auch noch Buchempfehlungen. Und ja, ich bin gespannt. Und jetzt werde ich gleich das Infovideo drehen zur Buchmesse. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das ist bereits schon online. Tatsächlich drehe ich es nicht in der richtigen Reihenfolge. Dabei mache ich das sonst immer, damit das chronologisch passt. Aber who cares? Auf jeden Fall werde ich das jetzt gleich drehen. Wenn ihr also auf der Buchmesse seid, auf der Leipziger, dann schaut doch da gerne mal rein, falls ihr irgendwie Bock habt zu wissen, wo ich mich da so aufhalten werde. Und da geht es auch noch um ein paar andere Themen. Also keine falsche Scheu, einfach mal reingeklickt. Infovideos sind ja sonst nicht ganz so, ja, so spannend für die meisten Leute, aber ich glaube, dieses lohnt sich. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye, meine Lieben.